Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid auf meinem YouTube-Kanal oder bei Spotify. Fantastisch und fantastisch ist dieses Buch. Um das geht es. Das Herz und die Hose quasi. Was ist eigentlich voller? Bei ihm war es meistens das Herz. Das sagt auch der Titel. Das Herz muss voller sein als die Hose, hat Pitti Petersen geschrieben mit Schorsch Lühn. Die beiden sind jetzt meine Gäste in der neuen Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt geht's los. Das Herz muss voller sein als die Hose. Handball ist sein Leben, so heißt es komplett. Schon mal ein großartiger Titel, wie ich finde. Da ist ganz viel drin. Also ganz viel drin im wahrsten Sinne des Wortes. Da sprechen wir jetzt drüber. Hallo Pitti. Hallo. Und moin Schorsch. Moin vom. Auch als Jörg Lühn natürlich bekannt, aber wir bleiben bei Schorsch. Wir dürfen bei Schorsch bleiben, sehr gerne. Und du bist einfach als Pitti ja auch schon seit wie vielen Jahren immer schon Pitti gewesen eigentlich? Ja, eigentlich in Kiel immer. Aufgekommen beim VfL Gummersbach, damals vom Mitspieler, da hieß ich Pitti, hatte aber zwischendurch auch in der Nationalmannschaft andere Namen, viele nennen mich Ole. Ole? Ja. Warum? Ole Petersen, Malermeister aus Dänemark. Da war immer Werbung in Dänemark in der Halle, wenn wir Länderspiele hatten und Christian Schwarzer kam dann auf die Idee, naja, da kann der ja auch Ole heißen. Klaus Dieter, Ole Petersen eigentlich. Gummersbach hier, schlage ich direkt auf. Ist auch ein Kapitel. Also es ist deine Biografie, ihr habt das zusammen geschrieben und es liest sich total gut, so viel kann man vorneweg schon mal sagen. Wann kam die Idee auf? Wer hatte von euch die Idee? Ich bin an Pitti rangegangen mit der Idee, ein Buch zu machen von einer Legende des THW und Pitti hat spontan zugesagt. Du hast gesagt Legende und Pitti hat gesagt, also machen wir mich. So kann man das gerne interpretieren, aber ich habe ganz höflich angefragt, ob er Lust hat, mit mir zusammen dieses Buch zu machen und ich würde ein entsprechendes Exposé zusammenschreiben, ein paar Kapitel vorschlagen und das habe ich ihm vorgelegt und dann hat er gesagt, das können wir machen, spontan, wie er ist. 8-mal deutscher Meister habe ich mir aufgeschrieben, 3-mal DRB-Pokalsieger, 3-mal EHF-Pokalsieger, Europameister, Vize-Weltmeister, Silber in Athen gewonnen, 340 Länderspiele, 4-mal bei Olympia, das ist eine Wahnsinns-Vita. Gibt es einen Titel, mit dem du am meisten verbindest oder sind sie dir alle gleich viel wert sozusagen? Ach, die sind mir eigentlich alle gleich viel wert. Ich fand immer, gerade die man verteidigt hat, waren die schwersten. Einmal irgendwas zu werden, war immer einfach, aber das zu verteidigen im Jahr danach, fand ich immer besonders anstrengend, weil dann war man irgendwie noch mehr der Gejagte, als wenn man wieder irgendwas zum ersten Mal gewinnen wollte. Ja, schön, Titel mit dem VfL Gummersbach, erster gesamtdeutscher Meister, ist glaube ich ein Titel, der für die Ewigkeit ist. Damals auch mit einem wunderbaren Menschen, Eugen Haas, den ich zu meiner Gummersbacher Zeit kennenlernen durfte. Das war großartig, großartige Mannschaftskameraden gehabt. Und nach einer sehr, sehr langen Durststrecke beim THW Kiel, dann 93, 94 auch wieder Meister zu werden hier, das war auch einzigartig. Ich habe eine schöne Rezension über das Buch gelesen, wo drin steht, es liest sich so, als sei diese Karriere tatsächlich zwangsläufig gewesen. Aber war es natürlich nicht, sondern da steckt natürlich sehr viel dahinter. Wie hast du jetzt Pitti erlebt? Auch du kennst ihn schon länger, aber auch in dieser Zeit, wo er dir das alles nochmal berichtet hat. Ja, also ich habe ja erstmal dann angefangen, diese ganzen einzelnen Spielzeiten nochmal neu zu recherchieren und habe das zusammengetragen und habe dazu meine einzelnen Fragen gestellt, die einzelnen Abschnitte dann aufgeschrieben, Pitti dann rübergeschickt und dann sind wir von einer Anekdote zur anderen gekommen und weil Pitti ja gerade das angesprochen hat, dass er mit dem VfL Gummersbach dann erstmals deutscher Meister war, da hatte er ja dann auch Gelegenheit, zum allerersten Mal auf dem Rathausbalkon zu stehen und da hat er sich vorgenommen, das sollte nicht das letzte Mal sein. Und wird davon auch berichtet? Davon wird natürlich auch berichtet. Ja, der Gummersbacher Rathausbalkon ist aber ein bisschen was anderes als der Kieler. Und auch schön, der ganze Bismarckplatz in Gummersbach war voll mit Menschen und wir haben ja damals den Titel geholt auswärts in Magdeburg, mussten dann die Nacht noch da bleiben und sind dann am nächsten Tag
nach Gummersbach rein, wo die ganzen Menschen da waren, so ja, wie beim Karneval, wie beim Schützenfest, was da oben ja groß ist. Das war schon etwas ganz Besonderes. Wir können das mal zeigen. Ich habe hier bei diesem schönen Foto erst gedacht, du würdest da ein Bierglas halten, ein Weizenbierglas, aber es ist tatsächlich der EM-Pokal. Ja, das war ja nach dem Gewinn der Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft in Slowenien. Und dann konnten wir hinterher hier Fotos machen in Kiel mit Henning Fritz und Christian Zeitz. Da gibt es diese Bilder auch. Da wurde doch auch draus getrunken, oder? Kann man das sagen? Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall, das habe ich in meiner Karriere auch gemerkt und gelernt, aus einer Schale kann man nicht so gut trinken wie aus dem Pokal. Also ein Pokalsieger ist schon was Besseres. Und außerdem hat Pitti dann an diesem Tag in Kiel, bei dem ich auch dabei war, noch die Bartreste von Heiner Brandt mitgebracht, der ja dann abrasiert wurde in Slowenien. Der hat also dem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft zuliebe dann seinen Bart geopfert. Und Pitti hat den auf einem Tape verbannt in Kiel uns Journalisten dann präsentiert. Aber ich habe ihn nicht mehr. Also hast du recherchiert, wer ihn noch hat? Oder weißt du, dass wir den noch haben? Nee, heute hat den keiner mehr. Gab es eigentlich irgendwelche ehemaligen Mitstreiter oder so, die im Vorfeld gewarnt werden mussten? Da kommt jetzt ein Buch. Nein, wir haben ja das, andere vielleicht so als nicht so lesenswert empfinden oder was sie nicht möchten, was wir lesen, haben wir ja auch gar nicht geschrieben. Also wir waren da schon ganz sachlich in den Dingen und das interessiert ja auch die Leserschaft und die Sportler am meisten und wer wo mal vielleicht über die Stränge geschlagen hat, wir wissen, dass es stattfindet, aber wir müssen da ja nicht drüber schreiben. Das bleibt da und in der Mannschaft, wo es passiert ist. Was hat dich denn im Vorfeld am meisten interessiert, wenn du sagst, du hast das alles pro Jahr auch nochmal einzeln recherchiert? Tatsächlich die einzelnen Dinge, die dann zwischen den Spielen stattgefunden haben. Also wie verbringt man die Zeit im Olympischen Dorf? Was macht man während der Spiele? Und wie bereitet man sich auf die einzelnen Dinge dann vor? Wie nimmt man das alles wahr, was dort mit einem als Spieler dann passiert und die ganzen in Verbindung mit den ganzen Reisen, was alles noch dazukommt. Und was man überhaupt nicht außer Acht lassen darf, Pitti war nicht nur Handballer, wie es die Leute heute sind, sondern er hat auch immer noch seine berufliche Laufbahn vorangetrieben und ganz, ganz viele Ausbildungen sozusagen nebenbei gemacht. Und dadurch auch bei Nocker das eine oder andere Vormittagstraining verpasst, was der nicht immer witzig fand, oder? Nee, er fand das nicht witzig, aber es war schon gut, dass man das gemacht hat. Ich kann das nur jedem empfehlen, einfach nicht nur irgendwie Profi im Sport zu sein, sondern sich auch halt weitere Ausbildungen nebenbei anzueignen. Das Leben geht ja weiter, auch nach dem Sport und es strengt auch den Kopf ein bisschen mehr an. Und außerdem ist es ja auch langweilig die ganze Zeit. Bei uns waren die Busfahrten früher ein bisschen anders. Wir haben halt miteinander Karten gespielt oder Gesellschaftsspiele auf dem Tisch. Ich glaube, heute sitzen viele einfach am Laptop und machen da irgendwas. Das war damals ja gar nicht so möglich. Wir sind ja hier am Vereinsheim eingestiegen am Freitagnachmittag um 12 und waren froh, wenn wir um 16.30 Uhr hinterm Elbtunnel waren. Hatten bis dahin schon die Kaffeepause mit einer Schokotorte von der Stadtbäcker Lange geschafft und mussten dann aber... Die gab es damals vorm Spiel noch. Ja. Das war ja nicht vorm Spiel, war ja einen Tag vorher. Okay. So, und dann, wenn du um 4:30 hinterm Elbtunnel warst und dann noch nach Aschaffenburg oder nach Erbach, wo wir da gegen die Würzbach gespielt haben, oder nach Schutterwald musstest, da hatte man noch ein paar Kilometer vor sich. Aber hatte schon mindestens die ersten 100 geschafft am Freitagnachmittag. Ja, und der Siedler von Katan war natürlich das Highlight schlechthin, bei dem ist Pitti auch Meister. Ich glaube, du hast die meisten Rohstoffe im Besitz auf der Welt, kann man so sagen, ne? Ja, also in Rohstoffe besorgen bin ich gut. Markus Bauer, Christian Schwarzer, Stefan Kretschmer und mit dem wir dann auch bei Nationalmeister gespielt haben, die wollen das zwar nicht immer wahrhaben, aber die erkennen das gar nicht an. Ja, sie meinen selber, sie sind gut, aber im Endeffekt, einer kann ja nur Erster sein, oder?
So ist es. Also da war bei denen dann wahrscheinlich die Hose voll als das voller als das Herz. Also das glaube ich schon, bei manchen Siedler von Catan-Spiel ist das bestimmt bei einigen da passiert. Also auch großes Thema hier in diesem Buch. Was ich noch sehr spannend fand, war, dass deine Mama irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's. Du hast als Kind extrem viele Sportarten gemacht. Ja. Fußball war mit dabei, Leichtathletik, Turnen. Und irgendwann hast du gesagt, jetzt kommt Wasserball. Und das ging dann aber nicht mehr. Weil, Zitat, der Klaus muss ja auch mal schlafen. Genau. Man hatte ja in der Woche genug zu tun. Und ich komme ja aus der Großstadt, aus Hannover. Und da gab es auch immer so den Ferienpass. Und gerade in der Ferienzeit konnte man halt viele Dinge ausprobieren mit dem Ferienpass. Ob es nun Kanu-Polo war oder ja, Wasserball. Und ist man einfach hingegangen und wollte eigentlich alle Sportarten machen. Und so ist das dann manchmal. Ja. Und ich glaube, dass ich bin an einer Schule groß geworden, der integrierten Gesamtschule in Hannover-Roderbruch und ich hatte damals schon 8 Stunden Sport die Woche, konnte mir das so legen, weil wir so Wahlpflichtfächer hatten, was dann so für mich gut war als Kind, weil ich mich viel bewegen wollte und dann hat man halt Schulsport gemacht, Vereinssport gemacht, ist mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, das war auch eine Strecke von fast 10 Kilometern und ja, so kam dann in der Woche schon viel zusammen. Und das ist aber gut. Bewegung ist alles und auch hohe Umfänge. Und irgendwann wird das andere dann gesteigert. Aber auch nach der Schule habe ich ja eine Ausbildung erst 3,5 Jahre gemacht. Und da war dann auch, dadurch, dass man von 7 Uhr bis 15 Uhr in der Firma war und in der Lehrwerkstatt gehockt hat, musste man dann halt abends nur trainieren. Aber es ging auch. Was hast du denn eigentlich alles für Ausbildungen? Ja, ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker. Hinterher habe ich dann gearbeitet in meinem Beruf quasi als Betriebselektriker eine Zeit lang. Habe dann meine Fachhochschulreife nachgemacht, wo ich nach Kiel gekommen bin. Habe dann angefangen Maschinenbau zu studieren an der Fachhochschule in Kiel. Habe das aber nach 2 Semestern nachdem ich ein Bootswendegetriebe zeichnen sollte, an der Platte nachts immer sein gelassen und bin auf die Technikerschule gegangen, habe dann meinen staatlich geprüften Techniker, Fachrichtung elektrische Maschinen gemacht, wo ich dann in dem Beruf weitergekommen bin, habe mich hinterher zum Fernstudium angemeldet, zum technischen Betriebswirt der Industrie- und Handelskammern, habe nachher meine Prüfung in Neumünster 3 Jahre später gemacht und dann habe ich angefangen, Trainer zu werden. Erst in einem Fitnesscenter im Bodyfit in Schönkirchen, was später dann da zum Mare umgebaut wurde. Und habe dann Trainer für Sportrehabilitation, Cardio-Trainer, einfach so in dem Bereich was getan und nebenbei die Handballtrainerlizenzen angefangen, wo ich ja jetzt heute auch in meinem Beruf zu Hause bin. Ja, von mir als Ergänzung eigentlich, dann nochmal zurück vielleicht zu diesem Bewegungsdrang, den du ja schon seit deiner frühesten Jugend verspürt hast. Da war es dann auch so, dass es das berühmte Mama-Taxi ja nicht gab, sondern Pitti ist dann entweder mit dem Rad zum Training gefahren oder er hätte den Bus nehmen können. Aber weil der Bus ja manchmal auch Verspätung hat, ist er gelaufen. So dass dann der Trainer Klaus Grafmann in Hannover gefragt hat, warum schwitzt du eigentlich so? Und dann sagt er, ich habe mich schon warm gelaufen. Und das zeigt seine ganze Einstellung zu diesem Sport. Und nur wer bereit ist, was zu tun und sich immer entsprechend diszipliniert verhält, der kann es letztlich auch dann auf die höhere Ebene schaffen. Was ich noch sehr spannend finde, es ist ja im Grunde eine Biografie. Es ist aber in der dritten Person geschrieben. Genau. Das ist als Stilmittel letztlich erstmal so gewählt worden, um es ein bisschen deutlicher zu machen, was die einzelnen Erlebnisse mit Pittys Aussagen angeht, herauszustellen. Und weil dort eben auch noch die ein oder andere Person dann vorkam oder vorkommt, habe ich gedacht, das wäre hier das bessere Stilmittel. Aber ich gebe dir recht, man hätte es auch gut und gerne in der ersten Person schreiben können. War nur eine Frage. Hätte man machen können. Eine wichtige Frage müssen wir noch stellen. Ja. Stimmt es, dass du
auch wenn du zum THW gegangen bist, auch mal zwischenzeitlich erwogen hast, vielleicht nicht nach Kiel, sondern nach Flensburg zu gehen? Ja. Was? Das stimmt. Ich wollte ja 93 Jahre in den Norden wechseln und hatte dann ja, zwei Angebote von der SG Flensburg-Handewitt und vom THW Kiel und wollte nach Flensburg oben hochwandern gehen, wo ich auch Verwandte habe. Also Familie Petersen ist da oben von meiner Vatersseite auch vertreten. In der Nähe von Wanderup haben sie einen großen Bauernhof da. Und dann wollte ich da oben hochwechseln, aber hatte mich dann mit Jan Heupert abgestimmt. Und Janni hat mir dann gesagt am Telefon, nee, er wird wahrscheinlich noch in München bleiben, weil er hat damals bei Milbertshofen gespielt und kommt nicht in den Norden. Und dann habe ich mich ja, nach weiteren Bedenken einfach nachher für den THW entschieden. Nocker ist dann ja auch von Flensburg dahin gewechselt. Und so hat sich das damals ergeben. Bisschen, ja, komisch war dann, dass dann TSV Milbertshofen auf einmal Konkurs angemeldet hat und ja, Jan Heupert ist dann trotzdem dahin gewechselt. Ja. Aber da war ich schon in Kiel. Ich glaube, dass ich von meiner Einstellung, von meiner Spielweise auch in Flensburg hätte groß werden können, dass ich auch dahin gepasst hätte. Aber jetzt mit dem THW die ganzen Jahre und die Titel zu erringen, ist ja auch schön. Man kann es ja nicht vergleichen, was wäre, wenn, sondern der eine Weg wurde gegangen und der war gut. Und ja, ich glaube, nach einem blau-weißen Herz oder mit einem blau-weißen Strick, an dem ich immer in Gummersbach gezogen habe, war der Schwarz-Weiße dann auch ganz gut. Ja, und der kam ja auch immer wieder. Also du bist dann ja jetzt auch eben später wieder zurückgekehrt, genau. Zum THW. Auch als Trainer und so weiter, mittlerweile bist du für die Jugend mitverantwortlich, wenn du das vergleichst. Du hast gerade schon gesagt, klar, Busfahren, Beispiel, ist schon jetzt etwas ganz anderes. Aber wenn wir mal aufs Handballerische schauen, du hast extrem viele Ausbildungen gemacht. Rätst du das deinen Jungs jetzt auch? Oder wenn da jetzt zwei, drei Jungs kommen, die auch schon vom Kopf so weit sind und sagen, ich will mal Star werden. Jetzt nicht auf arrogante Art und Weise, aber ich möchte auch so einen Weg gehen. Was rät man denen? Ich rate denen, sich Gedanken zu machen, wie können die nächsten zwei, drei Jahre aussehen und dann eins zu machen und eins richtig zu machen. Und wenn die Schritte dann geschafft sind, dann den nächsten Schritt zu gehen und den auch wieder richtig anzugehen. Also man muss nicht drei, vier Sachen gleichzeitig anfangen, sondern sagen, okay, ich bin jetzt Jugendlicher, ich spiele A-Jugend-Bundesliga, ich möchte mein Abitur machen. So, hinterher gehe ich vielleicht in die dritte Liga, möchte dann, nehme mir vor, vielleicht zwei Jahre dritte Liga zu spielen. Und was mache ich in der Zeit? Okay, entweder fange ich eine Berufsausbildung an, lerne einen Beruf oder ich fange an zu studieren. So, dann geht die nächste Stufe und gehe ich in die zweite Liga und nehme da ein, zwei Jahre in Kauf und dann versuche ich in die erste Liga zu kommen. So peu à peu aufsteigen im Sportlichen und auch im Beruflichen. Und dann auch Dinge abschließen, was ja auch wichtig ist. Nicht 15 Studien anfangen und nach einem Jahr sagen, Mensch, das war's. Nein, auch mal in den sauren Apfel beißen und es bis zum Ende durchziehen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wichtig ist viel spielen. Also ich bin in dem Verein zu Hause, wo ich dann auch spiele. Und dann spiele, wenn die Crunch-Time ist, wenn es darum geht, es steht 55. Minute, 25, dann muss ich dabei sein. Dann komme ich auch weiter, auch als Jugendlicher. Wenn ich nur spielen darf, wenn ich mit 15 führe, komme ich auch nicht weiter. Das heißt, peu à peu einfach sich da entwickeln, vielleicht im ersten Jahr 50% Spielanteile und im nächsten Jahr mehr. Das muss schon sein. Und so kann ich mich als Jugendlicher entwickeln und gleichzeitig auch beruflich weiter. So, und dann wird man irgendwann sehen. Ich muss auch gestehen, vielleicht habe ich auch Glück gehabt, weil ich hatte kaum Verletzungen in meiner Karriere bis 2000 eigentlich gar nichts. In eins immer alle jedes Jahr durchgespielt. Und ja, zeugt aber auch davon, dass ich meiner Meinung nach ja, eine gute, solide Grundausbildung hatte, dass ich körperlich immer sehr, sehr fit war, was gerade so den Ausdauerbereich betrifft. Und dann kann man manchmal schon auch vielleicht in der
hinteren Spielzeit noch eine Verletzung, sich schützen, anstatt wo ich dann kaputt bin und dann passiert auf einmal was. Aber dass auch mir in jungen Jahren hätte einer seitlich irgendwo reinfallen können und man hätte eine schwere Sportverletzung gehabt, da kann ich immer nur auf Holz klopfen. Zum Glück war das nicht, aber man kann auch ein bisschen was dafür tun. Jetzt hast du natürlich sein Kreislauferspiel auch analysiert und dir sicherlich viele Szenen auch nochmal angeschaut. Jetzt neulich, als noch Zuschauer kurzzeitig erlaubt waren, gegen Hannover hat Matthias Andersson sein Debüt gefeiert. Debüt in Anführungsstrichen, sein Comeback ist besser, glaube ich. Und da wurdest du in der Halbzeit nach ihm gefragt. Und da hast du vor Publikum noch gesagt auf der Platte, ein guter Torwart ist eigentlich wie ein Rotwein. Je älter, desto besser. Gilt das eigentlich auch für Kreisläufer? Ah, das musst du Pitti fragen, weil also ich war ja kein Kreisläufer. Also ich hab aber du hast dein Kreisläuferspiel über die Jahre hin analysiert. Ich hab es geschaut, ja, aber das habe ich ja nicht im Einzelnen dann analysiert. Also ich bin dann ja eher vom Handball auch als Torhüter aktiv gewesen und habe dann eigentlich auch eher das Torhüterspiel mir vorgenommen und habe mir da einzelne Dinge angeschaut. Und an dem Abend, als Matze da nochmal wieder zwischen die Pfosten ging, da habe ich schon gesagt, also das ist ziemlich spektakulär, in dem Alter jetzt sich nochmal für so einen Einsatz zur Verfügung zu stellen und vor allen Dingen dann der Mannschaft den Rücken zu stärken und entsprechende Bälle zu halten, das fand ich großartig. Ja, ich glaube, dass es gerade bei mir, ich bin ja übers Abwehrspiel überall reingekommen. Also ich war ja nachher ein guter Angreifer, kein überragender Angriffsspieler, aber ein sehr, sehr guter Abwehrspieler immer in all den Jahren und ich kann es nur jedem Jugendlichen auch empfehlen. Wenn du in der Abwehr gut bist, dann tut der Trainer dich auch rein. Dann bist du im Gegenstoß dabei. Heute ist das Spiel manchmal so schnell, dann will er vielleicht auch nicht zu viele Angriff-Abwehrwechsel machen. Also die meisten jungen Spieler, die ich kenne, die irgendwo ihre Karriere starten, die müssen über die Abwehr kommen, wenn ich hinten spielen kann. Dann muss ich schon so ein hervorragender und Weltklasse-Angreifer sein, wie vielleicht ein Sepp Wunderlich. Da konnte man sich's leisten, dass er nur vorne gespielt hat. Aber da sind ja die wenigsten. Das heißt, lerne Abwehr. Dann spielst du auch, weil dann hat dein Trainer Vertrauen da drin und dann kommt der Rest auch noch. Und ich glaube, Erfahrung macht am Kreis auch sehr viel aus. Wenn ich an Max Wieslander denke, in den letzten Jahren, wie toll der dann auch noch am Kreis gespielt hat, wo man immer sagt, naja, eigentlich hatte er gar nicht die Körperlichkeit, die jetzt in Markus Alm hatte oder die andere hatten, aber er hat das die Nase dafür gehabt. Also es gibt schon viele wichtige Dinge und da bei ihm könnte man sagen, je älter, das passt schon mit dem Rotwein. Das Herz muss voller sein als die Hose. Letzte Frage. Ist das eigentlich schlichtweg die Beschreibung deiner Karriere als Überschrift oder gibt es dazu auch einen Anlass? Nee, das ist das passt schon gut. Also das passt einmal zu dem Buch, so wie ich auch war. Es passt zu dem, wann es geschrieben wurde, nämlich in der Corona-Zeit, wo ich dann im März ja Lockdown war und was macht man jetzt? Gab's mal einen Moment, wo du in deiner Karriere auch die Hose voll hattest? Nö. aber entstanden ist das Zitat bei deinem ersten Länderspiel. Ja, es ist so in einen so einen Kontext gekommen, aber in meinen Kopf ist es auch gekommen in der Corona-Zeit, wo ich halt so ein paar Fortbildungen auch online besucht habe und wo wir dann uns auch ausgetauscht haben über die Dinge. Und daher kommt das dann auch. Aber es passte schon ganz gut dazu. Im Endeffekt, es ist ja der Kopf, der entscheidet so viel. Und wenn du dir in all den Jahren, wenn du erstmal ein bisschen Sicherheit gewonnen hast, ist es so. Und ich habe auch viele Spieler in meiner Karriere erlebt, die vorm Spiel, die nerven dich ohne Ende. Oder die rennen nur vor auf die Toilette. Oder die da muss man dann schon entweder Erfahrung haben oder einfach mal ein dickeres Fell haben. Wo ich das erste Mal um die gesamtdeutsche Meisterschaft gespielt habe, hatten wir ja auch eine ganz junge Mannschaft. Und dann hat Andreas Thiel, unser Leitwolf, unser Torwart, uns einfach an die Hand genommen und hat gesagt, so Jungs, heute Abend trinken wir noch ein Bier zusammen, keiner geht ins Bett. Und dann könnt ihr alle besser schlafen und morgen rocken wir das. So war das in Magdeburg zum Beispiel. Und das sind ja Dinge, die nimmt man mit.
Wenn so alte Erfahrene das sagen, dann muss das ja auch richtig sein. Oder? Das gemacht? Das stimmt. Das Herz muss voller sein als die Hose. Das Buch von Jörg Lühn und Klaus-Dieter Petersen alias Schorsch und Pitti. So können wir es zusammenfassen, wo ihr es bekommen könnt. Eigentlich auch ein super Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen Fan. Das verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Logischerweise, und ihr könnt dieses Buch hier gewinnen, da unterschreiben die beiden auch noch, gibt ein kleines Autogrammchen. Ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben, volles Herz. Schreibt volles Herz, wenn ihr Bock habt, dieses Buch zu gewinnen, und dann lösen wir das in 3 Tagen auf und losen aus, wer das Buch bekommt. In diesem Sinne danke ich euch, alles Gute, kommt gut durch die Vorweihnachtszeit. Lieben Dank. Liebe Grüße. Danke auch. Und danke euch fürs Zuschauen, zu hören. Denkt an die Glocke, dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wann das nächste Video kommt. In diesem Sinne, euer Faun. Ciao.